Hier haben wir was Besonderes. Hier haben wir also neu errichtet ein Hornissengehege. Das heißt, hier kommen Hornissen angeflogen, um Nahrung aufzunehmen. Hier der Baum, der gibt Zuckerwasser ab. Das ist also ein natürlicher Vorgang. Den nehmen die Hornisse auf und brauchen den als Energiespender oder als Flugbenzin. Die Hornisse, das ist die gröbste Wespe, die wir haben, und aber auch die friedfertigste. Und da ihr immer nachgestellt wurde, wurde sie auch unter besonderen Artenschutz gestellt. Also man macht sich strafbar, wenn man den Tieren was tut. Hier haben wir jetzt schön die Möglichkeit, dass kein Hornissennest vorhanden ist, sondern dass hier nur viele hier die Nahrung aufnehmen oder dieses Zuckerwasser aufnehmen, dass die Leute diese beobachten können. Wir haben hier einen Zaun außenrum gemacht und da kann man mal die Tiere wirklich von nahe sehen, weil oft ist es, dass viele Leute gar nicht wissen, was eine Hornisse ist und wie groß das die sind. Und bei denen sind normale Wespe auch Hornissen. Und da versucht man einfach ein bisschen die Leute für diese Insekten zu interessieren und zu zeigen, halt, da ist ja gar nichts Gefährliches dran.